So Leute, Domi hier. Ich habe vom guten Marc ein kleines Geburtstagsgeschenk bekommen und wir hatten ja schon von Steffen die das Opening von seinem Booster zum Geburtstag und bei mir wird's was Braunes. Auf jeden Fall was Altes. Versuch's mal. Wer es gefunden hat, wird schon sehen. Von 2003. Das alt. Also, kann man jetzt gerade nicht sehen. Egal. Einen schönen Plagen. Expert Level. Damals hatten sie noch die Level drauf. Stimmt. Witzig. Ja, reißen wir mal auf das Teil. Das Wichtigste kommt gleich zuerst. Schnuppern. So, oh Gott. Wird auch eines der wenigen Booster sein, wo die Verpackung nicht im Müll landet. Also echt voll die geile Schnüffeltüte. Ja, Plagen. Man sieht sogar, dass in den Karten, in den Hüllen, dass die schon echt etwas auf dem Buckel haben hier oben. Und da. Bin mal gespannt. So, fängt schon gut an. Temporal Fissure. Blaue Sorcery, Return Target Permanent to its Owner Sent. Storm. Storm? War ja ein Ding in dem Set, habe ich gehört. Für 5 Mana. Heutzutage spielt man da einfach den 1-Mana-Spell mit Copy. Wo der Gegner ein Land opfern kann. So, was haben wir noch? Oh ja! Dragonfangs! 2 Mana, Enchantment, eine Kreatur bekommt +1/+1 ein Trampel. Ja. Und genau, wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder 6 oder mehr ins Spiel kommt, kann man die vom Friedhof an die Kreatur anbringen. Sehr, sehr geil. Stimmt, da waren ja noch Bestien-Ding. Oh, ja, Aufmarsch, ne? Aufmarschplagen. Und, ja, Legionen. So, was haben wir noch? Ach, den habe ich sogar gespielt. Ja, Bestien-Deck, ne? Brauchte mal. War immer gut. 5 Mana, 4-2er, Beast. Ach, stimmt. Da war ja noch Morph mit drin. Aber whenever creature is turned faced up, dann schießt der einen Schaden an der Kreatur oder im Spieler. Heutzutage wird wahrscheinlich Any Target draufstehen. So, nächstes. Was ist du denn? Recuperate. 4 Mana. Entweder 6 Leben kriegen. Den nächsten 6 Schaden. Oder die nächsten 6 Schaden verhindern, die an der Kreatur gemacht werden. Also muss schon sagen, das Artwork und der Frame auch. Hoppala. Der Frame auch, ey. Das ist schon sexy. Ich hoffe, man hat die anderen beiden jetzt gesehen. Dann. Ach Gott. Ein Bird. Mercurial Kite. 4 Mana 2-2 Flieger und wenn er Schaden zufügt einer Kreatur, die Kreatur getappt und die enttappt nicht während der Controllers Untap Phase. Das natürlich auch gut. Also für 4 Mana 2-2 Flieger ist das schon ein guter Effekt. Als Common. So, Skulltrap. Ach, das ist Vigilance Rides in Anders. 2 Mana Sorcery, du musst eine Kreatur opfern an zusätzliche Kosten und darfst 2 Karten ziehen. Ich kann Vigilance Rides in Old Border spielen? Mach ich doch. Wird einfach rausgenommen. So. Da haben wir noch einen Goblin. Ach ja, Goblins waren ja auch so viele da drin. Für ein rotes und farbloses ein 2-2er und er muss jede Runde angreifen, wenn er darf. Wow, da gibt's mittlerweile ein Mana 2-2er, die Eiler haben und dir ein Land auf die Hand geben, wenn du Glück hast. Wahnsinn. Ah ja, Clerics, klar. 6 Mana 3-6er, ja, der hat Vigilance. Ist halt auch geil. Du hast einen 6 Mana 3-6er mit Vigilance und Plane Cycling.
Kannst zumindest mal eine Insel, eine Ebene raussuchen, wenn du die brauchst. Oder ein Duel. Nö. Stimmt, Zombies waren auch ein Ding. Oh Mann. Zombie Cutthroat. 5 Mana, 3 Vierer. Mit Morph. Aufmorphen für. Ne, Morph für 5 Leben. Und. Ne, das unten ist Flavortext. Sonst nix. Okay, kannst als 2-2er spielen, ne? Für 3 und dann für 5 Leben aufmorphen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du für 5 Leben, ist ein bisschen happig, aber wenn du keine 5 Mana hast, nur die 3, eigentlich ein super Deal. Och ja, das Artwork, das muss ich jetzt mal reinkriegen. Das ist halt echt so. Das erinnert mich irgendwie so an Ants oder so. Accelerant Mutation. 5 Mana Instant. Eine Kreatur bekommt plus X bis zum Ende des Zuges, wobei X die highest converted Mana Cost among Permanents sind. Witzig, Permanents. Damals sind die dann auch noch nicht mal auf Kreaturen gegangen hiermit. Ich hätte jetzt gedacht, Kreaturen oder so. Oh, nicht schlecht. Aber für 5 Mana. Wenn du so einen Sylphos Räuber liegen hast oder irgendwas anderes mit viel Bums, dann auch noch als Instant, das knallt. Ach, den kenne ich auch. Rush of Knowledge. 5 Mana, draw cards equal to highest converted Mana cost among permanents we control. Wieder permanente und wieder die Mana-Kosten des Permanentes. Ja, kann halt immer für fünf Mana, kannst du mal so 6 Karten ziehen, wenn du Glück hast, ne? Aber leider nur Sorcery Speed. Ist aber halt auch eine Kamm, ne? So, was haben wir hier? Oh, Temple of the False God. Jeder Commander-Spieler kennt Temple of the False God. Das kriegst 2 Mana, wenn du den tappst. Dafür musst du aber 5 oder mehr Länder kontrollieren. Ist so ein schönes Teil. Ist halt in jedem Commander-Deck drin. Also zumindest in jedem Casual-Commander-Deck. Und jeder, der irgendwie fette Kreaturen im Commander spielen will, braucht eigentlich so ein Ding. Da haben wir ein 2-2er. Ah, ein Silver Knight! 2 Mana, 2-2er, Erstschlag, Schutz vor Rot. Ja, war damals richtig gut. Vor allem Schutz vor Rot. Fällt mir noch ein. Ich habe mal ganz am Anfang mit einem Kollegen gespielt und haben mir Schutz nicht gerafft. Und dann dachten wir, wenn eine Kreatur Schutz hat, haben alle Kreaturen Schutz. Und dann habe ich ein Deck gespielt, wo eine Kreatur mit Schutz vor Blau und Schutz vor Weiß drin war. Und er hat ein weiß-blaues Deck gespielt. Er ging halt im Endeffekt nur darum, dass ich die beiden Kreaturen da rauskriege. Und ich hatte die, glaube ich, auch beide nur einmal. Ja. Damals war man noch kein Judge. So, was haben wir jetzt? Oh, Storm. Ja, Tendrils of Agony. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Karten aus dem Set, die jetzt wirklich noch Play sehen, neben Stifle und wahrscheinlich im Arsch voll Goblins, die ich jetzt vergesse. Ja, Klassiker, ne? 4 Mana, Drain to Life. Storm. Das halt. Ein wunderschönes Ding. Die ist wunderschön. Und was haben wir jetzt? Oh, Storm. Mind's Desire. Ja. Für 4 Mana. Ne, für 6 Mana. Eine Sorcery. Shuffle your library. Remove the top card from your library from the game. Until end of turn you may play it through it where in your hand without paying it mana costs. Da steht sogar noch extra drin, dass X isn't Mana Cost, X is Zero. Mit Storm. In meinem Lieblingsformat Legacy gebannt. Aus gutem Grund. Also ich glaube, wenn ich die im Storm spielen dürfte, selbst wenn sie nur auf einmal limitiert wäre, das wäre schon geil. Das ist jetzt natürlich sehr geil. Die ist auf jeden Fall so ein kleines Highlight. Definitiv ein Highlight. Temple of the False God ein Highlight. Und generell so viele schöne, gute, gut riechende Karten. So, und damit besten Dank für das Geschenk und nochmal schnuppern. Ich bin raus.